Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ich dachte mir, ich mache heute mal ein anderes Video zu DayZ. Und zwar möchte ich mich so ein bisschen über die aktuelle Lage bei DayZ mit euch unterhalten. Ein bisschen aufklären über den Statusreport, der am 15.01. veröffentlicht wurde. Genauso wie aber auch über die 0.60-Version, die jetzt bald kommen wird. Und natürlich auch über ein paar kleine Sachen, die noch etwas weiter entfernt sind. Die euch aber hoffentlich vielleicht interessieren könnten, nicht wahr? Mich auf jeden Fall. Deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video, um euch mal so ein bisschen bei Laune zu halten und mal ein bisschen zu informieren über Sachen, die da kommen. Ein aktuelles Problem bei der 0.59-Version war ja das mit den Netzen. Ich denke, ihr selber kennt das Problem mit den Netzen, dass man diese einfach nicht findet. Ich habe mich dumm und dusselig gesucht, ihr wahrscheinlich auch, und es gibt einfach keine Netze mehr bei den Booten, so kommt das einen schier vor. Und es ist ja nun wirklich so, dass in der 0.59-Version gegenüber zur 0.58-Version das Spawnen der Netze sowas von runtergeschraubt wurde, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Auf jeden Fall soll jetzt angeblich vor ungefähr zwei Tage, so am 14., soll wohl so ein kleines Update gekommen sein, wo auf den Servern definitiv die Spawnrate erhöht wurde, was die Netze angeht. Ich kann das selber jetzt nicht so bestätigen, fände es super geil, wenn ihr mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen könnt und aus Erfahrung sprechen natürlich, ob ihr jetzt in letzter Zeit oder in den letzten zwei Tagen mal gesucht habt nach Netzen und welche gefunden habt oder halt nicht. Wäre halt cool, wenn ich da irgendwo eine Bestätigung hätte, ob das nun wirklich ist oder nicht. Denn ich selbst habe noch nicht die Zeit gefunden, wieder Netze zu suchen. Ich habe es ein bisschen aufgegeben. Ich habe mich so ein bisschen von dem Traum eines weiteren Ghillie-Suits entfernt. Aber wäre auf jeden Fall mal schön. Ich probiere das in nächster Zeit sonst auch nochmal. Wie gesagt, lasst es mir mal in den Kommentaren, ob ihr da vielleicht jetzt schon mehr drüber wisst. Weiter auf dem Zettel habe ich noch stehen die Ladehemmung. Die Ladehemmung, die ist ja mittlerweile wirklich beabsichtigt von den Entwicklern. Das heißt, wenn ihr dort schlechte Munition drin habt, soll das oder kann das definitiv zu Ladehemmung führen. Abhilfe schaffen könnt ihr, falls ihr es halt noch nicht wisst, das einfach, indem ihr das Magazin entfernt und die Waffe selbst nochmal leert, beziehungsweise auf Empty drückt per Rechtsklick. Dort dürfte dann eine ruinierte Patrone rauskommen und danach müsste es eigentlich wieder gehen. Wichtig ist jetzt, dass ihr natürlich auch darauf achtet, dass ihr gute Munition benutzt. Das heißt, die sollte nicht damaged sein. Also die kann wirklich durchaus, selbst wenn sie damaged ist, kaputt gehen und so zu Ladehemmung führen. Also wenn ihr pristine Munition habt, lieber die verwenden. Die damaged vielleicht nur im äußersten Notfall, wenn wirklich die Muni langsam so dem letzten paar Patronen hin sich bewegt. Dann würde ich das machen. Ansonsten soll das jetzt auch demnächst noch vereinfacht werden, beziehungsweise weiß ich nicht, ob das jetzt direkt schon in der 0.60-Version kommt. Auf jeden Fall soll das möglich sein, einfach per Reload-Taste die Kugel sozusagen rauszurepetieren und einfach die nächste Patrone durchzuladen, sodass es dann wieder funktioniert und natürlich dementsprechend schneller vonstatten geht, als wenn ihr da erst wieder im Inventar rumwuseln müsst. So ein kleines Gimmick habe ich noch auf dem Zettel stehen, und zwar ist es das mit den Crash-Sites. Die Crash-Sites, also die Heli-Crash-Sites, das höre ich immer mehr, dass die angeblich nach 15 Minuten despawnen sollen. Das ist nicht richtig. Also wenn ihr damit interagiert, ab dann läuft sozusagen so ein 20-Minuten-Timer. 20 Minuten. Ja, also ihr habt 20 Minuten Zeit, bevor das Ding dann despawnt. Das ist jetzt vielleicht bloß eine Kleinigkeit, gerade für Leute, die aber sehr auf Sicherheit gehen, dass man sagt, okay, pass auf, ich gehe da jetzt kurz ran und beobachte oder was auch immer, dass ihr selbst wisst, okay, ich habe 20 Minuten Zeit, das Ding vielleicht leer zu looten oder auf Männe zu warten oder was auch immer, falls schon einer da weggelaufen ist und ihr dann Angst habt, dass das Ding bald despawnen könnte. Ja, bloß mal nice to know, dass sich da vielleicht diese 5 Minuten für euch noch rauskitzeln kann oder ihr selbst rauskitzeln könnt, um dann dementsprechend doch etwas länger zu überleben und nicht gerade da durch Leichtsinnigkeit oder durch Zeitdruck drauf zu gehen. Ja, kommen wir zum Statusreport vom 15.01. Da gibt es so ein paar Sachen, die ich von der Liste mal abgehe. Und zwar sind das bisher abgeschlossene Tätigkeiten, die bis jetzt passiert sind. Und zwar ist das einmal das Design im Bereich Basebuilding, das heißt Wände und Zäune aufbauen. Wie ihr das hier im Bild sehen könnt, seht ihr, dass man da so, naja, ich würde schon fast sagen, improvisierte Wände hochziehen kann mit halt Tarnnetzen. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, um seine eigene Base vielleicht noch etwas besser zu schützen, beziehungsweise die gerade noch etwas zu verstärken,
und dort ein Reinkommen noch zu erschweren bzw. weniger Möglichkeiten zu bieten, in die Base selbst reinzulaufen. Dann ist noch das Design für selbstgebaute Wachtürme abgeschlossen und wir haben einen Abschluss der vollständigen Prüfung aller Itemtypen auf Positionstyp und Kennzeichnung. Das heißt, dass Items definitiv da, wo sie spawnen sollen, auch spawnen und diese Fehler nicht mehr passieren. Zum Beispiel in einer Medical Station spawnt ja mittlerweile eigentlich auch wirklich nur noch Medical Loot. Und das wurde jetzt sozusagen halt randlos bereinigt, sodass wirklich auch überall nur das spawnt, wo es auch spawnen soll. Nur mal kurz am Rande. Und die Kennzeichnung natürlich, dass alle Sachen eindeutig und richtig gekennzeichnet sind nach Typ, Art und so weiter. Ja, mit abgeschlossen ist das Rendering der Wasseroberflächen. Ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, dass so eine Rendersache natürlich nicht im Ganzen direkt abgeschlossen werden, sondern natürlich nimmt man sich immer einzeln peu à peu, Stück für Stück, einzelne Details oder Terrainbereiche vor. Und jetzt waren es halt die Wasseroberflächen. Das ist abgeschlossen und fertiggestellt. Auf der Agenda von den Entwicklern steht zurzeit das Damage-System. Das heißt sozusagen die baldige To-Do-Liste, möchte ich es mal nennen. Das Damage-System könnt ihr euch ganz einfach vorstellen, falls ihr da jetzt nicht so durchblickt. Wir haben ja bis jetzt eigentlich immer nur Unterschiede bei den Schadenswerten. Das heißt, Boxen, okay, macht wenig Schaden. Natürlich kann der irgendwann auch davon sterben. Und ansonsten mit der AK ist es natürlich anders. Da brauchst du natürlich bloß ein paar Kugeln oder einen gezielten Headshot und dann bist du tot. Bei dem Damage-System, was jetzt mit entwickelt wird, beziehungsweise woran die arbeiten, ist es ganz einfach. Es soll ja Waffen geben und Gegenstände, die nicht tödlich wirken. Also die definitiv kein Mitspieler, kein Survivor töten können. Wie zum Beispiel den Elektroschocker, der noch reinkommen soll. Ja, ein bisschen am Spoilern hier, aber da habt ihr bestimmt auch schon von gehört. Wie gesagt, den Elektroschocker, die Luftpistole, solche Sachen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das Boxen da auch mit reinfällt. Kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall sind die da auch dran. Was jetzt mehr interessant ist als nächstes, ist so für die Leute, die den Server selbst mieten, betreiben. Die arbeiten jetzt zurzeit derbe an einem Server-Tool. Zum Beispiel wie Economy Control, das heißt, dass ihr selbst auch Kontrolle darauf ausüben könnt über das Central Economy System. Das heißt, so ein bisschen mitwirken zu können, wie viel spawnt oder beziehungsweise die Anzahl der Items, wie oft etwas spawnt. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, ob man damit genau steuern kann, was wie oft spawnt. Ich denke mal, das wird einfach grob gehalten sein, dass man dort die Spawnzahlen der ganzen Objekte einfach nur hoch oder runter schrauben kann. Ist natürlich ganz gut für Leute, die halt auch Leute, die Server haben, die Events planen. Dort kann sowas wirklich immer hilfreich sein, gerade wenn man Sachen vorbereitet, vielleicht dort einfach mal die Item-Spawn-Liste ein bisschen hoch zu pushen, dass man das schneller auf die Reihe kriegt. Ja, so ein kleines Gimmick, was für mich jetzt nicht so dolle interessant ist, aber definitiv auch wichtig, ist einfach mal die Kraftstofferweiterung, dass natürlich auch ein LKW mit Diesel fährt und nicht nur mit Benzin. Zurzeit haben wir ja nur einen Kraftstoff und damit fährt ja irgendwie alles. Genauso soll da auch noch mit implementiert werden, dass dieser Fehler, wenn man zum Beispiel einen Benzinkanister ausleert und diesen mit Wasser befüllt, dann aber wiederum diesen Benzinkanister mit Wasser, wohlgemerkt, also da ist Wasser drin und man bewässert jetzt die Pflanzen, die man gerade gesät hat, dann zerstört man diese damit, obwohl Wasser drin ist. Und dieser Fehler soll damit dann auch ausgemerzt werden, beziehungsweise arbeiten sie natürlich auch wieder dran. Dann ist natürlich ein ganz großer Punkt natürlich noch auf der Agenda, wer könnte es sich nicht denken, ist das User Interface. Ganz viele Bugfixes natürlich, die das User Interface betreffen. Ich denke, die Problematik werdet ihr selber auch schon oft durchdiskutiert haben und kennt selber, dass das neue User Interface zwar an sich eine ganz gute Spielerei ist und auch durchaus seine Vorteile hat, aber auch genauso viele Nachteile mitbringt. Und ich denke, die werden jetzt einfach daran arbeiten, dass es mehr Vorteile bringt, beziehungsweise nur Vorteile bringt. Ja, dann sind sie natürlich dabei, den Renderer immer mehr zu implementieren und zu optimieren. Das heißt, dass der Renderer Schritt für Schritt natürlich immer mehr mit ins Spiel eingefügt wird. Das geht auch wieder nicht im Großen und Ganzen. Das werden die alles peu à peu machen. Darauf könnt ihr definitiv wetten. Und natürlich, dass das alles optimiert wird, um dann später natürlich auch bessere Performance zu bieten, gerade was die FPS angeht, dass wir dort definitiv in DayZ ein besseres Leben haben werden und dass auch endlich aufhört, dass die hohe Auslastung der CPU dazu Folge tritt, dadurch, dass im Endeffekt die Grafikkarte so gut wie gar nicht
benutzt wird zurzeit von der vom aktuellen Renderer. Der momentane Fokus liegt auf dem Detail-Terrain-Schatten, das heißt auf dem detaillierten Terrain-Schatten, das heißt dem Umgebungsschatten im Endeffekt von dem allgemeinen Terrain natürlich. Dann natürlich auch noch da auf das dynamische Licht, also dynamische Lichteinwirkung. Das heißt, es ist ja schon relativ ausgereift, beziehungsweise haben wir schon echt schöne Lichtspiele und diese sollen jetzt einfach nur nochmal perfektioniert werden, gerade dass dieses dynamische Licht auch in Häusern und so weiter optimal funktioniert, beziehungsweise angewendet werden kann. Ja, kommen wir immer zur DAISY 0.60 Version. Ich darf euch mitteilen, dass, falls ihr es noch nicht wisst, diese Version Ende Februar kommt. Und ja, die bringt auch so einige Sachen mit sich. Was ich am allerbesten finde bis jetzt, ist einmal, dass natürlich mehr Performance gewollt ist und sogar durch Tests schon bestätigt. Das heißt, die haben die 0.60 Version bereits getestet und können bestätigen, dass wesentlich mehr Performance, also mehr FPS dort laufen werden. Das ist ein sehr geiler Punkt, da freue ich mich richtig drauf. Gerade für schwache Rechner ist das auf jeden Fall super und dann können im Endeffekt auch die endlich mal beherzt durch Großstädte laufen und ich hoffe, dass diese dort dann auch wieder mal größer oder mehr bevölkert sind als zurzeit. Ja, dann gibt es natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten, die für die 0.60 bestätigt sind. Ich werde das jetzt einmal so auflisten, dass wir einmal die Sachen haben, die definitiv bestätigt worden sind von den Entwicklern und natürlich die Sachen, die sehr wahrscheinlich sind, einfach weil von den Entwicklern selbst auch schon immer so, naja, etwas zwielichtige Äußerungen dazu kommen, dass man definitiv eigentlich schon fast davon ausgehen kann. Ich packe sie trotzdem in die Rubrik sehr wahrscheinlich, damit ich denn hier einfach nichts Falsches verspreche. Kommen wir zu den bestätigten Sachen. Bestätigt ist auf jeden Fall einmal das Motorbike. Also das Dirtbike, wenn man es so nennen möchte, ist auf jeden Fall angekündigt, wird mit der 0.60 Version definitiv reinkommen. In den Bildern sieht man schon direkt, dass alles davon eigentlich so gut wie fertiggestellt ist. Das Einzige, was ich jetzt natürlich noch nicht erfahren habe, ist, wie es sich verhält mit den Sachen, die man dafür braucht, um es zusammenzubauen. Ich nehme einfach mal an, zwei Räder und eine Glühkerze und Licht maximal noch, was jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig sein muss, glaube ich. Allerdings ist auch noch nicht bekannt, wie oft dieses Dirtbike spawnen soll und wie oft natürlich die Teile dafür spawnen sollen. Ich freue mich auf jeden Fall total auf das Dirtbike. Ist auf jeden Fall geländegängiger, denke ich mal, als die Karren, die wir zurzeit in DAISY vorfinden. Und vor allen Dingen kleiner, schneller und ja, auf zwei Rädern ist man eh immer besser unterwegs. Gerade wenn man sich so die Wälder hier ein bisschen anschaut. Ich denke, da haben wir definitiv besseres Durchkommen. Lasst mir doch mal in den Comments, wie ihr das findet, dass das Dirtbike reinkommt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Natürlich hätte ich mir jetzt auch das Fahrrad gewünscht. Das Fahrrad habe ich jetzt leider Gottes nicht hier drin. Das hätte ich hier gerne mit in die Bestätigliste reingenommen, aber das wird voraussichtlich doch erst wesentlich später kommen. Vor allen Dingen, weil wir da zuerst einige Grundmodelle haben, auch grafisch noch nicht ganz fertiggestellt. Von daher weiß ich noch nicht oder kann man noch nicht genau sagen, wann das denn endlich der Fall sein wird. Was definitiv bestätigt ist, ist der Little Bird. Der Heli, der kleine Heli, der mich persönlich jetzt nicht unbedingt so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich wird es lustig sein, den werde ich mir bestimmt auch einmal zusammenbauen, auch wenn es wahrscheinlich 10 Jahre dauert. Wird dann auch das einzige Mal sein, den ich den zusammenbauen werde, weil ich glaube, dass ich dadurch eigentlich nur zur dass man dadurch einfach nur zur Zielscheibe wird und das möchte man in DAISY ja eigentlich nicht, ne? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was auf jeden Fall auch noch bestätigt ist, ist einmal das Skillsystem, das heißt die Verbesserung der Tätigkeiten. Das bestätigte Skillsystem ist bereits jetzt für die Sanitär-Tätigkeiten oder sagen wir mal für die Healer-Tätigkeiten. Das heißt, wenn ich jemanden verbinde oder jemanden Blut gebe oder was auch immer, dass dort wahrscheinlich der Effekt höher ist oder besser oder schneller geht. Ich kann mir das noch nicht so genau vorstellen. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, was halt auch bestätigt ist, ist einmal das mit der Tätigkeit mit dem Crafting. Dass man dadurch, dass man natürlich zum Beispiel ein Tier erlegt und desto öfter man dieses tut, beziehungsweise desto öfter man dieses ausnimmt, dieses Tier, dass man mehr Prozente an Fleisch oder mehr Fleischstücken allgemein aus einem Tier gewinnen kann. Das ist logisch und das erschließt sich mir. Was auf jeden Fall endlich jetzt auch noch reinkommt, ist, wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, die USMC-Klamotte. Das heißt, die Jacket wird endlich zu finden sein. Durch einen Bug ist zurzeit ja nur die Hose zu finden. Die Jacke soll ja eigentlich angeblich auch, also eigentlich soll die Jacke auch schon da sein, ist sie aber nicht. Mit 0.60 ist diese dann aber auch
definitiv zu finden und das Outfit dann endlich komplett, können wir dann uns schön in den Schrank hängen, wenn wir dann wieder auf Jagdtour gehen. So, kommen wir jetzt zu den sehr wahrscheinlichen Punkten. Das ist einmal der neue Renderer. Der neue Renderer wird definitiv nicht... Alter, ich krieg echt zu viel hier. Sehr wahrscheinlich ist auf jeden Fall, dass der neue Renderer mit reinkommt. Der neue Renderer ist ja nun schon länger angekündigt und sollte ja eigentlich auch schon bei der 0.59 eigentlich wesentlich mehr mitgreifen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die das bei der 0.60 Version hinkriegen, den komplett mit zu implementieren. Wäre auf jeden Fall sehr geil, wenn wir dadurch auf jeden Fall einen Boost an Performance hätten, beziehungsweise leistet der Renderer jetzt schon gute Arbeit teilweise. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der bei 0.60 schon mit dabei ist. Dann haben wir noch mit dabei, sehr wahrscheinlich, das User Interface, das neue. Müsstet ihr an sich kennen, das haben sie ja jetzt nochmal etwas überarbeitet, beziehungsweise ist dazu ja auch noch ein Foto aufgetaucht, beziehungsweise ein Upload, inwiefern sie es schon ein wenig verbessert haben. Sieht auf jeden Fall jetzt schon etwas besser aus. Ich hoffe natürlich auch, dass gerade die Bugs damit alle ausgemerzt sind und das User Interface endlich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen und vor allen Dingen die Optik auch noch ein bisschen zu verschönern, ist natürlich auch gut. Ich kann auch mit der alten Optik leben, weil wie gesagt, ist da noch eine Alpha. Ob das jetzt natürlich die endgültige sein soll, die ihr auf dem Foto gesehen habt, das kann ich nicht genau sagen. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen dran rumgewerkelt. Sehr wahrscheinlich ist natürlich auch noch die Luftdruckpistole. Die Luftdruckpistole soll dann natürlich eingefügt werden als nicht tödliche Waffe. Wie ich euch das vorhin zum Schadenssystem schon mal erklärt habe, dass diese Waffe halt einfach nur nicht, ja, ich weiß nicht ganz genau, wozu diese Luftdruckpistole denn überhaupt sein soll. Puh, naja, dann kann man ja endlich Paintball spielen. Dann kommen wir wieder zu gepflegten Gewohnheiten, nicht wahr? Ja, wirklich, mir erschließt sich jetzt gerade der Grund nicht so für so eine Luftdruckpistole. Vielleicht für Tiere? Lasst es mir mal in den Comments, wenn ihr da vielleicht euch das besser vorstellen könnt als ich. Was ja wahrscheinlich mit drin sein wird, ist noch die Desert Eagle. Die Desert Eagle, ich habe eigentlich so gut wie nie eine Pistole dabei. Aber die Desert Eagle, die würde ich mir doch schon in mein Holster packen. Ich glaube, die hätte ich dann gerne dabei. Da lasse ich dann auch gerne meine MP5 liegen, denke ich. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn die reinkommen sollte. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen was Brachialeres, und zwar der Raketenwerfer RPG. Es ist sehr wahrscheinlich, auch, dass auch dieser mit reinkommt, dadurch, dass wir dadurch auch schon komplette und fertiggestellte Modelle gesehen haben und alles oder vieles darauf hindeutet, dass das auch mit der 0.60-Version kommen könnte. Sehr wahrscheinlich ist auch noch, dass die Lebensdauerkennzeichnung mit reinkommt. Das heißt, dass ihr erkennen könnt, wie lange ein Spieler zum Beispiel schon überlebt, anhand des Bartwuchses, anhand von Narben etc. Das natürlich auch bei Frauen. Bei Frauen dann da wohl weniger Bartwuchs, nehme ich mal an. Und ansonsten natürlich durch Narben und andere Dinge. Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht durch Falten. Keine Ahnung, ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass sie das dann da vielleicht auch mit reinbringen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was mich jetzt nicht so ganz interessiert, was ich euch natürlich aber nicht vorenthalten will, ist natürlich, dass es auch sein kann, dass bei der 0.60 Version aggressive Tiere mit reinkommen. Bisher sind die Tiere ja eher plastisch weggelaufen in einem gewissen Radius, in dem man sich dann den Tieren genährt hat, sind die irgendwann aufgeschreckt und weggelaufen. Und jetzt soll das dann halt auch so sein, dass natürlich Wölfe vielleicht noch mit reinkommen und gerade auch Tiere aggressiv auf Spieler reagieren. Ja, das wäre in der Natur natürlich so, das ist wirklich logisch, aber ja, ich selbst lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. Das rundet das Gesamtbild wahrscheinlich ziemlich gut ab, deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal mitgenannt und mir ist gerade der Stift runtergefallen. Egal. Jetzt habe ich nichts mehr zum Rumfummeln. Warte, ich brauche was. So. Sehr wahrscheinlich ist auch noch die TZ Military Base, die sich oben im Nordwesten oder sagen wir mal ganz nordwestlich befinden soll, ein ziemlich großes Areal einnimmt. Die ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie in der 0.60 Version mit implementiert wird. Natürlich erstmal, glaube ich, ich weiß nicht, ob die da schon kontaminiert sein soll. Also eigentlich soll sie ja kontaminiert sein. Es ist jetzt noch die Frage, was passiert, wenn ich in dieses Gebiet gehe, wenn es kontaminiert ist. Verliere ich dann stetig Life Points oder passiert jetzt, wenn sie implementiert wird, erstmal gar nichts? Auf jeden Fall ist ja auch schon der Schutzanzug mit bestätigt bzw. Angekündigt, dass der dann auch kommt. Er wird wahrscheinlich aber erst später mit implementiert werden und es ist auch noch nicht raus, ob es ein Einteiler ist oder ob das wirklich mehrere Teile sind. Was es auf jeden Fall ist, das kann ich euch mit Sicherheit sagen und ist ja jetzt auch rausgekommen, und zwar ist dieser Schutzanzug von der NVA,
Der NBC-Anzug. Ich weiß ja nicht, NVA dürfte euch ja bestimmt etwas sagen, so, ne, DDR, den ganzen Kram, ne, NVA. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr das jetzt wisst. So, ansonsten in Geschichte besser aufpassen, danke. Sehr wahrscheinlich sind auch noch kleine Überarbeitungen, gerade was Städte angeht. Tscherno und Elektro sollen wohl betroffen sein und kleinere Dörfer im Südwesten. Hauptsächlich soll dort Wert gelegt worden sein auf die Implementierung des neuen Renderers dort, gerade das da die FPS-Einbrüche ein wenig unter Kontrolle bekommen werden oder gekriegt werden. Und ich hoffe, dass das auch wirklich passiert, gerade um auch wieder in großen Städten einfach mehr Ansammlung von Menschen zu sehen. Gerade damals hat mir das so viel Bock gemacht, in Tscherno einfach PvP auch zu machen. Gerade diese Hochhaus-Sniper-Aktionen oder Kämpfe waren einfach, ja, einfach geil, und die vermisse ich so ein bisschen. Zurzeit beschränkt sich ja alles immer nur irgendwie so auf die Military Stations oder auf das Nordweste erfehlt, und das wird irgendwann ein bisschen lame. Dadurch freue ich mich auf jeden Fall, wenn das auch wieder in den großen Städten stattfinden würde. Gerade alles so verwinkelt, man weiß nicht woher. Da stehe ich total drauf und freue ich mich drauf, dass das dann hoffentlich auch so passiert. Ja, was auch noch sehr wahrscheinlich ist, dass es mit reinkommt, ist ein neuer Rucksack, und zwar der Boulder Backpack. Der Boulder Backpack sieht für mich aus wie der aus Arma 2, zumindest hat er sehr viel Ähnlichkeit, hat leider nicht wirklich viel mehr Plätze als der Hunting Backpack, beziehungsweise wird der definitiv nicht größer sein. Ich glaube, der wird definitiv nur irgendwie 24 Slots tragen können, was ich ein bisschen schade finde. Ich vermisse immer noch so einen richtigen schönen großen Hunting Backpack, beziehungsweise einen schönen großen Backpack, der tarnfarben ist. Gerade, dass auch die Messis unter uns auch mal tarnfarben rumlaufen können und trotzdem ihren sämtlichen Hausrat damit rumschleppen. Ich selbst bin ja nur auch so ein kleiner Messi, wie ihr in meinen Videos wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ne? So nach 20 Magazinen weiß ich immer noch nicht, dass Schluss ist. Tja, ich nehme die Sachen halt gerne mit. Dann gibt es noch eine kleine Sache, die ich jetzt noch zum Abschluss sagen möchte, die wahrscheinlich noch eine ganze Weile brauchen wird, die erst, naja, wie soll ich sagen, von den Entwicklern mehr so als Scherz in einem Satz genannt wurde, beziehungsweise sind ja Bilder aufgetaucht von einer Seilbahn. Genau, von einer Seilbahn, und die erste Reaktion darauf war ja von den Entwicklern, wer weiß. Damit haben sie uns erstmal stehen lassen, und jetzt kann ich euch definitiv mitteilen, dass diese Seilbahn implementiert wird. Wann ist natürlich jetzt wieder außer Frage, das steht jetzt noch ein bisschen in der Ferne, denke ich. Auf jeden Fall soll die Seilbahn bei Tulga implementiert werden, so wie ich das mitbekommen habe. Ob das die einzige Seilbahn sein wird oder bleiben wird, das steht jetzt außer Frage oder in Frage, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Seilbahn fahren muss mal sein. Lasst mir mal in den Comments, ob ihr da auch Bock drauf habt. Ich stelle mir das auf jeden Fall sehr lustig vor. Vor allen Dingen bin ich aber auch gespannt, wie genau das funktionieren soll. So langsam, aber sicher sind wir jetzt am Ende angekommen von diesem kleinen Informationsvideo. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was vermitteln. Das war auf jeden Fall meine Absicht, ne, dass ihr so ein bisschen was erfahrt über die aktuelle Lage bei DayZ, über das 0.60 Update, genauso wie den Status Report vom 15.01. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Natürlich würde ich mich auch über konstruktive Kritik in den Kommentaren freuen. Genauso, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, einfach mit reinhauen. Gerade vor allen Dingen, ob ihr sowas gerne öfter sehen würdet, beziehungsweise Neuerungen in DayZ, ob ihr darüber gerne per Video informiert werden möchtet, lasst es mir einfach in den Kommentaren, und ich werde mir natürlich, wenn der Wunsch besteht, das zu Herzen nehmen und versuchen natürlich auch umzusetzen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns natürlich auch im nächsten Video, und bis dahin wünsche ich euch wie immer was, euer Gernschott.